Herzlich willkommen zur Übungsserie Fit im Homeoffice. In diesem Video zeigen wir dir einige Dehnübungen an deinem Schreibtisch. Lege deinen Fuß auf deinem Oberschenkel ab und lehne dich leicht nach vorne. Dabei drücke dein angewinkeltes Knie leicht nach unten. Zur Dehnung deiner Oberschenkelvorderseite nehme dann ein Sprunggelenk in die Hand und führe deinen Fuß zum Gesäß. Knie zusammen und strecke die Hüfte nach vorne. Lass uns deine Oberschenkelrückseite dehnen, indem du deinen Fuß auf dem Schreibtischstuhl ablegst. Lehne dich leicht nach vorne und wenn du kannst, ziehe mit den Fingerspitzen Richtung Fußspitze. Um die Rotatorenmanschette von innen zu dehnen, stelle dich an die Wand, hebe deinen Arm mindestens auf Schulterhöhe und drehe dich von der Wand weg. In der nächsten Übung zeigen wir dir die Dehnung deiner Schultern. Greife deine Hände über Kreuz und hebe sie auf Schulterhöhe. Kinn auf die Brust und ziehe mit den Händen nach vorne. Mache dabei einen Buckel und wenn du möchtest, eine federnde Bewegung in den Schultern. Dehnung des Oberkörpers in der Seitneigung. Hebe einen Arm und neige dich diagonal zur Seite. Achte darauf, auf beiden Füßen fest stehen zu bleiben.